St. Gallen war einer der wenigen Aufträge, die Spaß gemacht haben und wo ich nicht wusste, was ich überhaupt mache. Und da war es immer, hieß es, das hatte seinen Namen erhalten, wie ein Kind halt einen Namen erhält. Das ist das St. Gallen. Und ich war auch beeindruckt davon, was die alles haben. Das habe ich noch nicht gesehen vorher, dass eine Universität so tolle Sachen hat. Ja, es kommt darauf an, wo es jetzt hängt und wo ich es wiedersehe. In dem Fall war ich ganz angerührt davon, die wiederzusehen. Und das ist schon ein großartiges Erlebnis und ein bisschen wehmutsvoll auch. Das zeigt auch den Zustand, in dem ich mal war, um sowas zu machen. Diese Art von, ja, weiß nicht, was das ist. Leben. Sehr körperliche Arbeit. Ja, ist so körperlich und geistig und den Elan und sowas. Das ist schon toll. Bussi, weiß man ja nicht, wenn man es tut. Aber danach kann man es irgendwie ablesen. Das war interessant. Ich habe meine Bilder noch nie so gut hängen sehen wie hier. Die Räume sind wie geschaffen. Der Stil, wie das gemacht ist. Ja. Ich bin ein bisschen sicherer geworden, was die Beurteilung der Bilder betrifft, dass ich eben manche, die finde ich ganz super, die sind gewachsen und erzählen mir mehr, als ich ihnen zugetraut hätte, als ich sie machte. Und es gibt natürlich auch andere, wo ich denke, naja, das ist eben geschehen. Gibt es auch. Aber die Partien selber, die ich dann optisch sehe, die gemalten, an die kann ich mich erinnern, da steigen die Gefühle hoch, nach wie es mal gewesen ist, als ich das machte, was ich da gedacht habe. Naja, man baut Modell, die haben ein großes Modell hier, das haben sie glaube ich gesehen, und wir hatten es in kleiner, 1:50, und da wurde alles entwickelt und so lange die Räume bestückt wie in der Puppenstube, bis es klappte. Und da ist dann hier wenig noch zu tun. In den jüngsten Jahren habe ich mal erlebt, wie ein Kollege von mir schweißgebadet immer durch seine Ausstellung lief und das Bild dahin rückte und dahin. Und das, da habe ich ein gewisses Interesse an Räumen sowieso. Ich zeichne die gern, egal was, Häuser und Studios und alles entwerfen. Und deswegen macht mir das ziemliche Freude, das zu machen. Immer Modelle. Also von Anfang an, ja. Wenn es dann da ist, dann wird es an die richtige Stelle gesetzt. Aber es ist nicht so sehr im Kopf, weil man es nicht merken kann. Das ist dann im Modell und es ist auch ein Plan, damit man es vermitteln kann, hinschicken. So soll es aussehen. Und dann trifft man sich und ist dankbar für Anregungen. Das heißt, vielleicht doch das besser so oder sowas. Ich glaube, wir haben jetzt schon irgendwas gewechselt. Oder eher dann zurück zum Modell, was man, naja, ganz normales Arbeiten. Also nah sind mir natürlich die jüngsten Sachen, die nach gewisser Weise nicht gesichert sind. Und ja, da ist das meiste Interesse daran. Also die Glasbilder, die Streifen sind ja schon wieder jetzt erledigt. Da freue ich mich nur, wenn es klappt, wenn die gut sind. Das ist der Effekt von diesen Glasdingern, dass sie irgendwas spiegeln. Und ich habe es ja auch im leeren Studio stehen oder versuche es gerade jetzt auf einer Insel irgendwas, einen Raum, wo nur das Glas steht.
Und da kann man dann die Landschaft vielleicht sehen, aber es ist mehr das Glas. Deswegen fällt mir die noch fast besser, die Reihe, die da steht, die eigentlich gar nichts mehr zeigt. Da kann man nur noch durchgucken. Die ist etwas attraktiver, ne? Das Kartenhaus. Am Kunstbetrieb, da habe ich nur Schwierigkeiten. Mir ist das eher suspekt, wenn es gibt so ein paar berühmte Bilder, muss ich leider so sagen. das Mädchen, was den Kopf wegdreht. Das ist so populär, das ist mir schon peinlich. Da darf man nicht nur diese Seite bedienen, da muss man sich immer wehren. Weil das natürlich, die Museen, die brauchen Leute mehr als früher. Früher konnte sich das eine Gesellschaft eher leisten, manchmal, so war es wenigstens gedacht, dass er nach Kultur hinstellt, ohne nach der Quote zu schielen. Das Fernsehen muss ja auch ununterbrochen nur nach Quote. Und das hat auch immer mehr Einzug in die Museen. Und deswegen muss man sich da ein bisschen zur Wehr setzen, wenn die immer nur das Populärste bringen wollen. Das finde ich großartig am Fußball, dass die mich nicht zwingen, dahin zu gehen. Geben sich keine Mühe, das ist gut. Weißt du schon? So, ja, gut. Ach, das ist doch gut. Das ist die Oberkante jetzt von den. Ja? Oberkante, Tape. Das sind 7. Ich wiederhole mich. Ich merke das dann gar nicht. Ich saß jetzt erst, wo ich mit jemandem den Katalog Resonate durchgucken musste und dachte, hast du ja alles schon gemacht. Und dann nur später aufgegriffen, weil irgendwas eine Idee dazu kam, wie man das verwirklichen könnte oder was. So war es mit den Farbtafeln. Ja, irgendwann ist man wahrscheinlich festgelegt in der Weise. Das ist der Lebensweg ziemlich festgelegt. Das ist ja eigentlich auch normal bei jedem. Der eine wird Arzt oder was weiß ich. Weit vor der Ausstellung, unabhängig von jeder Ausstellung, ist es irgendwann fertig im Studio. Und dann kann es weggehängt werden und kann dann auch ausgestellt werden. Wir können Schiller hängen. Ja. Ach so, wann ein Bild fertig ist. Wenn man nichts mehr. Wenn nichts mehr stört. Jetzt ist es so komplett, da wäre jedes, was man dazu tut, falsch, unnötig. Es ist aber nichts Peinliches mehr drin, nichts Dummes, also sobald man halt denken kann. Ja.